Immunews, jetzt im März mit 3 Updates. Willkommen zu den Immunews im Monat März. Wir werden euch heute 3 neue Immobilien präsentieren. Falls ihr nochmal die älteren schauen möchtet, da oben rechts könnt ihr gerne anklicken. In einer der letzten Immunews-Folgen haben wir euch eine neue Eigentumswohnung hier in Schwerte in der Märkischen Straße präsentiert. Wir waren erfolgreich beim Notar. Der Kunde war so zufrieden, dass er Werbung für uns gemacht hat. Und nun dürfen wir im gleichen Haus noch eine Eigentumswohnung verkaufen. 97 Quadratmeter Wohnfläche, Erdgeschoss, schönen Balkon mit Markise, Küche. Ihr könnt sofort einziehen. Bald online für euch. Objekt Nummer 2, was ich euch heute gerne vorstellen möchte, kennt ihr vielleicht auch schon von unserem Social-Media-Kanal, die Hönnetalstraße. Ein freistehendes Einfamilienhaus für ein Pärchen, was handwerklich begabt ist, auf 84 Quadratmeter Wohnfläche. 2 Stellplätze dazu, einen funktionsfähigen Kaminofen, einen kleinen Garten und das in einer guten Lage in Menden. Also, bei Interesse, meldet euch! Und noch eine weitere Ankündigung für eine neue Eigentumswohnung hier in Schwerte. Und zwar wartet eine 63 Quadratmeter Dachgeschosswohnung auf euch mit 3 Zimmern, Tageslichtbad, Stellplatz, Balkon. Also, ihr merkt, es ist alles dabei, was man braucht. Und bei Interesse meldet euch auch hier bei uns. Kurze Info für euch in der aktuellen Situation. Wir sind weiterhin für euch verfügbar, hier im Büro in Schwerte oder in Ärgste. Aber wichtig dabei, ihr könnt nur kommen, wenn ihr vorher telefonisch oder per Mail einen Termin mit uns vereinbart habt. Und auch das Gleiche gilt für Besichtigungen. Wir führen weiterhin gerne Besichtigungen für euch durch mit entsprechenden Maßnahmen. Dabei auch wirklich nur die wichtigsten Leute für die Besichtigung mitbringen, dass wir auch die Personenzahl nicht überschreiten, Hygienemaßnahmen einhalten und dann können wir auch eure neue Traumimmobilie weiterhin besichtigen und freuen uns auf euren Kontakt. Bis dahin! Ich hoffe, dir hat unser Video gefallen. Abonniert unseren Channel und in unserer Infobox findet ihr noch 2 weitere Videos. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche Freitag zu einer neuen Folge von Digma TV.